Tja, und diese Frau kann all dies sein. Das Aschenputtel, eine der Walküren oder der Cherubino in Figaros Hochzeit. Die kanadische Mezzosopranistin Wallis Giunta. Sie sang an internationalen Opernhäusern und wird in der Musikwelt als das Nachwuchstalent gefeiert, mit Preisen überhäuft. Ein Star, der hierzulande an der Oper Leipzig ein festes Engagement hat. Ein Glücksfall für das Haus. Jetzt übernimmt sie die Hauptrolle in der Oper Carmen. Man darf gespannt sein. Hi, I'm Wally. Sie hat das gewisse Etwas in ihrer Stimme. Warm und zugleich strahlend. Leicht in den Höhen, schmelzend in den Tiefen. Ausdrucksstark und kraftvoll. Ein Mezzosopran, der heraussticht. Doch vor allem ist Wallis Giunta sehr wandlungsfähig. Von Mozart, Richard Strauss und Wagner bis Cole Porter oder Bernstein. Sie kann alles singen und tut es auch. Die 32-jährige Kanadierin verkörpert eine neue Generation von Opernsängerinnen. Alles Divenhafte ist ihr fremd. Sie ist unkonventionell und bodenständig. Ich denke, es ist wichtig, dass man die richtige Balance findet zwischen Musik und Alltag. Dass es außer der Musik Dinge gibt, die einen inspirieren. Ich muss auch mal andere Sachen tun. Reisen, Sport machen, in der Natur sein. Und ich brauche Freunde, die keine Sänger sind. Wallis Giunta wurde 1985 in Ottawa geboren. Schon von klein auf gab es für sie nichts anderes als das Singen. Mit 8 begann sie im Chor. Doch schon früh zeigte sich, dass eine Solistin in ihr steckt. Ich habe zu Hause jeden Tag gesungen, und zwar deshalb, weil es für mich als Kind die natürlichste Art war, meine Gefühle auszudrücken. Jedes Mal, wenn ich als Kind ein Lied hörte, das mir gefiel, musste ich es unbedingt auch singen. Wallis Giunta scheint oben angekommen zu sein. Nach ihrem Gesangsstudium in Ottawa und an der berühmten Juilliard School in New York machte sie schnell mit ihrer unverwechselbaren Stimme auf sich aufmerksam. Sie sang an der Met, an der Oper in Rom, gastierte mit großen Orchestern wie den Münchner Philharmonikern. In diesem Jahr erhielt sie den International Opera Award als beste Nachwuchssängerin. Dieser Preis bedeutet mir mehr, als ich sagen kann. Vielen Dank der Jury des Opera Awards, dass ich dieses kleine Ding bekommen habe. Ich hoffe, es passt in meine kleine Handtasche. Haben Sie einen wundervollen Abend und danke. Es ist interessant, du kannst jahrelang deinen Job machen und niemand nimmt dich wahr. Doch dann bekommst du so einen Preis, weil jemand sagt, ja, die ist gut. Und plötzlich sind all die, die vorher noch dachten, ah, die singt ganz gut, völlig begeistert. Nach der Preisverleihung wurde Wallis von Angeboten überschüttet. Doch trotz allem Ruhm hat sie entschieden, an der Oper in Leipzig zu bleiben, wo sie seit 2015 ein festes Engagement hat. Ich liebe das hier. Hier bekomme ich etwas, was ich nirgendwo anders finde. Unterstützung, Vertrauen und einen Sinn für Gemeinschaft. Und ich darf auch an anderen internationalen Häusern singen, weil die Oper mir mit dem Spielplan da sehr entgegenkommt. Jetzt singt sie die Carmen in Bizets gleichnamiger Oper. Die wie gemacht für sie scheint. Carmen ist eine selbstbewusste Frau, für die das höchste Gut ihre Unabhängigkeit ist. Sie weiß genau, was sie will, kann Nein sagen und nehmen, was sie braucht.
Gerade jetzt ist es wichtig, diese Geschichte zu erzählen, denn der Dialog über Frauenrechte und Gleichberechtigung hat gerade erst begonnen. Und Carmen ist genau die richtige Geschichte dafür. And I think it's the perfect story to tell. Mitreißend, diese Leipziger Carmen wird sicher eine ganz besondere. Premiere ist am 30. November.